In einem Land, umgeben von Bergen, liegt eine Stadt, geprägt von Geschichten, dunkel und alt, von Generation zu Generation weitergegeben, einst in Vergessenheit geraten, doch nun wieder zum Leben erweckt. Geist, Tom, dunkle Gestalt. Die Tiroler Almen muten friedlich und schön an. Manch einer träumt davon, eine solche Alm zu besitzen und das friedliche, bäuerliche Leben zu bestreiten. Eine dieser Almen, die für ihren schmackhaften Käse bekannt ist, ist die Maldonalm. Im Herzen der Lechtaler Kalkalpen, dem Hantenjoch, findet sich die Senneralm wieder. Und dort soll ein unheimlicher Almputz sein Unwesen treiben. Was sage ich? Einer. Viele Geschichten um die Alm und ihren Putzen weiß der Volksmund zu berichten. Heute aber wollen wir euch die Geistersenderin der Maldon vorstellen. Sehen Sie selbst, was es mit dieser auf sich hat. Die Schatten werden länger, die Farben bunt und intensiv. Die Welt bereitet sich vor, für ein paar Monate in Eis zu erstarren. Und auch das Vieh wurde bereits von den Weiden ins Tal geholt. In den Lechtaler Kalkalpen im Hantenjoch liegt, umringt von Wiesen, die Maldonalm. Von Imster Seite aus ist sie am besten erreichbar. Zu Fuß oder in unserem Fall mit dem Auto. Die Strapazen derer, die in frühen Jahren die Alm besuchen wollten, lassen sich nur erahnen. Da der heutige Weg nichts, aber auch nicht das Geringste mit dem alten Maldonweg gemein hat. Der Winter kündigt sich bereits an, als unser Team die Straßen zur Alm hinauffährt. Schnee bedeckt einen Teil der Hänge und die sonst besonders bei Motorradfahrern beliebte Straße ist menschenleer. Immer weiter schlängeln sich die engen Kurven in den Stein geschlagen. Nichts für Passagiere mit Seekrankheit. Am Schotterplatz vor der Alm angekommen, mutmaßen wir während der Besprechung des Tagesablaufs darüber, ob die Geschichte um die Geistersenderin der Alm wahr sein kann. Einig wird sich das Team allerdings nicht. Der aus dem Lechtal stammende Hausierer wanderte über den Hantennen und wurde dabei von einem für diese Zeit nicht ungewöhnlichen Schneegestöber überrascht. Klar und ruhig strömt das Wasser direkt neben dem Weg Richtung Tal und lädt dazu ein, einen Schluck zu probieren und so die heiseren Stimmbänder zu kühlen. Denselben Weg, den damals der Hausierer genommen haben muss, schreitet nun auch unser Team entlang. Und obgleich im Team alle Menschen mit rationalen Überlegungen sind, machen sich unsere gesträubten Nackenhaare mit jedem Schritt, der Richtung Alm führt, mehr und mehr bemerkbar. Wie in Zeitlupe nähert sich das Team dem zu dieser Jahreszeit verlassenen Gebäude.
Und plötzlich sind die Geschichten rund um die Alm und ihre Putze so gegenwärtig, dass jeder Besucher damit rechnen müsste, von einem Geist überrascht zu werden. Faszinierend, welch unglaublich lähmende Wirkung ein leeres Gebäude auf denjenigen haben kann, der sich anmaßt, die Ruhe der Mauern zu stören. Erhaben, annähernd mahnend und gezeichnet durch Witterung, thront die Alm inmitten der Wiesen und wüsste mit Sicherheit einiges zu berichten, könnten die holzernen Balken sprechen. Der Hausierer kannte das Versteck des Schlüssels der Maldon und holte ihn heraus, um sich in der Alm vor dem Schneesturm zu verstecken und zu nächtigen. Nach einem kargen Mahl legte er sich in die Dille, um zu schlafen. Wenn einer in dieser Landschaft Unterschlupf sucht, dann lässt man ihn ein. So wurde es früher gehalten, konnte man die arme Seele doch nicht auf sich allein gestellt in den Bergen draußen dem sicheren Tod überlassen. Und sicher war dieser. Denn die Passstraße übers Handenjoch ist nicht ohne Grund der Sicherheit wegen im Winter gesperrt. Und während das Team noch darüber spricht, dass es nicht nötig sei, wenn einer es nicht will, in die Ferne zu reisen, um die direkte Natur zu erleben, ändert sich das Wetter alpentypisch schlagartig und es zieht ein Unwetter auf. Hätten wir keinen fahrbaren Untersatz und Outdoor-Bekleidung, wäre es nun an uns, Unterschlupf in der Maldon zu suchen. Der Hausierer in der Alm verschlief, so gemütlich war es in der Dille, bis er vom prasselnden Herdfeuer geweckt wurde. Ein schmuckes Weibsbild in altimster Tracht rief ihn: »Steh auf, Musen!« Und so kam der Hausierer zu Tisch und aß. Das Weib bettelte ihn an, weiter zu essen, und noch ein wenig. Der Hausierer bekam es dann allerdings mit der Angst und rannte davon. Kaum bei der Tür draußen verschüttete eine Lawine die Alm. Um ein Haar hätte der Hausierer den Almputz erlöst. Aber, so wie es die Geschichte will, die Geistersenderin bleibt auf der Maldon und wartet. Wartet auf ein neues, ahnungsloses Opfer, das sie erlöst.
Und seien Sie vorsichtig, wenn Ihr Gastgeber Sie bittet, noch einen Teller zu essen. Überlegen Sie, warum er das tut. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch gerne unseren Kanal. Und hinterlassen Sie uns einen Daumen hoch. Es würde uns auch freuen, wenn Sie einen Kommentar mit Ihren Erlebnissen hinterlassen. Und besuchen Sie doch auch die verlinkten Webseiten in der Videobeschreibung. Und die Glocke drücken, damit Sie keine neue Folge versäumen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Passen Sie gut auf sich auf. Und gute Nacht. Thank you.